So, meine Damen und Herren. Jetzt mal zur Abwechslung eine Frage, die wir meiner persönlichen Ansicht nach viel zu selten stellen in dieser Sendung. Wie geht's weiter mit der FDP? Reden wir drüber mit einem der, ich darf wohl sagen, schärfsten Kritiker der FDP, dem FDP-Politiker Wolfgang Kubicki, meine Damen und Herren. Herr Kubicki, herzlich willkommen. Nehmen Sie Platz. Wolfgang Kubicki, freue mich sehr, dass Sie da sind. Ich mich auch. Besuch aus dem hohen Norden, Fraktionsvorsitzender der FDP in Schleswig-Holstein, ein Bundesland, das wir übermütig, wie wir mal so sind, die Wiese nördlich von Hamburg genannt haben. Das hat Ihnen ja nicht so gefallen. Die Wahl ist ja schon ein paar Wochen her. Erinnern Sie doch mal die Leute, die haben es zum Teil vergessen. Wie viel Prozent haben Sie da geholt? 8,2. Nicht 2,8, 8,2, meine Damen und Herren. Und wenn Sie, wenn ich Sie jetzt zwingen würde, in aller Kürze kompakt zusammenzufassen, wie geht das? Erfolg, obwohl man in der FDP ist? In Schleswig-Holstein und Nordrhein-Westfalen. Das sind bodenständige Menschen. Dort weht immer Wind. Und das macht den Verstand klar. Und deshalb kann man die FDP auch wählen. Ach so, das funktioniert nur in windigen Bundesländern. Das funktioniert jedenfalls in Bundesländern, die frische Luft haben. Verstehe. Meine Theorie ist ja, und ich hoffe, das tritt Ihnen nicht zu nahe, ich habe das Gefühl, viele Leute wissen gar nicht, dass Sie in der FDP sind, Herr Kubicki, weil Sie ständig so Sachen sagen, wo man nicht drauf kommen würde, dass Sie in der FDP sind. Sie sagen zum Beispiel über Ihren Generalsekretär Herrn Döring, ich weiß nicht, was der Döring raucht, in einer Talkshow im ZDF. Sie haben noch vor wenigen Monaten die Führung der FDP mit der Führung der DDR im Endstadium verglichen. Und das war sein Ernst, liebe Zuschauer. Und dann hier sowas auch noch. In einem Zeitungsinterview meint Kubicki sogar, die FDP habe generell verschissen. Und was sagte der Parteichef dazu? Ja, die Begrifflichkeit, die würde ich mir natürlich nie anmaßen. Hätte mich auch überrascht, muss ich sagen. Also generell verschissen, ich darf Ihnen das sagen, uns von der Heute-Show ist Ihre Sprache dann manchmal zu hart, Herr Kubicki. Und das hab ich gemerkt. Ja. Ja. Wir sitzen da mit unseren Autoren oft, hören ihnen zu. Und dann sitze ich da mit den jungen Kollegen und wir fragen uns, was hat die FDP ihm bloß getan, Herr Kubicki? 42 Jahre meines Lebens hat sie mir geschenkt. Ich bin seit 42 Jahren Mitglied meiner Partei. Genommen oder nein, so. Geschenkt. Ja, ja. Und wir waren früher mal, und sind es, glaube ich, wieder Menschen, die eine klare Aussprache lieben. Und ich sage nichts anderes als das, was die meisten Menschen denken. Und der Versuch, das sozusagen wegschieben zu wollen, macht die FDP nicht gerade attraktiver. Aber was Sie so sagen, macht Sie natürlich für Ihre Freunde in Berlin, also für Ihre Parteifreunde in Berlin, nicht immer attraktiver. Also wenn man die auf Kubicki anspricht, da kommen ja doch auch manchmal so sehr genervte Antworten. Man hat so das Gefühl, ja, lass ihn mal reden, der hat eh einen Yachtschein. Also Sie werden davon einigen, also Sie ärgern die, aber ja. Die nehmen Sie auch nicht mehr so richtig ernst, habe ich manchmal das Gefühl, oder? Ja, damit muss ich leben, damit kann ich auch leben. Das sind ja nicht ausreichende Persönlichkeiten, um FDP zu wählen. Die alleine reichen ja nicht aus, wir müssen ja mehr Menschen erreichen. Also wenn Sie nur von der eigenen Führung gewählt werden, haben Sie ein Problem, das stimmt. Ja, ja, die eigene Führung muss seit 28 Monaten erklären, warum wir bei 4% sind. Also insofern nicht ich, sondern die. Haben Sie eine Erklärung? Ja, er ist in der FDP, na und? Also ich könnte mal sagen, weil wir auf einem guten Kurs sind. Das ist ja die ständige Erklärung meiner Partei. Das war Comedy, jetzt im Ernst. Ja, da gibt es zwei Erklärungsmuster. Entweder treffen wir nicht mehr den Nerv der Leute oder die Leute sind von uns genervt. Sie tendieren zu? Wir treffen nicht mehr den Nerv der Leute. Heute, vielleicht haben Sie heute den Nerv der Leute getroffen, denn heute ist das Betreuungsgeld durch den Bundestag gegangen, auch mit Stimmen der FDP. Ja. Erstens, schämt man sich da ein bisschen? Und zweitens, wieso kann eine kleine bayerische Splittergruppe dem Rest der Republik ihren Willen aufzwingen? Also ich würde mal sagen, das ist wie in jeder Ehe. Sie müssen gelegentlich Kompromisse machen und Dinge schlucken, die Sie selbst alleine nicht voranbringen würden. Wir sind in einer Koalition mit der CSU. Es ist vertraglich vereinbart.
Es ist bedauerlich, dass es verabschiedet worden ist, aber es ist auch nicht aller Tage Abend. Wo ich Sie gerade mal hier habe, Herr Kubicki, was macht denn der Putsch gegen Rösler? Gibt schon einen Termin? Ja, was heißt der Applaus? Soll der Putsch nur stattfinden oder ausfallen? Also das verstehe ich nicht. Also Entschuldigung, wenn es nach dieser Sendung geht, muss Rösler für immer im Amt bleiben, damit das mal klar ist. Ja, ja, also ich bin ja die personifizierte Putschnatur. Ich werde seit einem Jahr darauf angesprochen, wann gegen Rösler geputscht wird. Ich glaube nicht, dass geputscht wird. Ich habe in der Zeit gelesen, Sie haben sich auf Mallorca mit einem gewissen Guido Westerwelle getroffen, um angeblich darüber zu sprechen, wie man mit Herrn Rösler verfährt. Und Sie wollen mir jetzt nicht sagen, dass man sich mit Guido Westerwelle zum Spaß trifft. Die Pause hat schon zu lange gedauert. Also, wir haben zusammen, weil wir zeitgleich auf der Insel waren, Golf gespielt und wir haben auch zusammen anschließend geduscht. Aber wir haben dabei nicht über Philipp Rösler gesprochen. Ja. Und zwar weder beim Golf noch beim Duschen. Das drückt ja auch auf die Stimmung. Ja. Dann war das ja wenigstens mal ein schöner Tag auf Mallorca. Trotzdem kommen wir noch mal zu den ernüchternden Zahlen. Wir haben das noch mal recherchiert. Nur noch 40%, und zwar nicht der Menschen, sondern der FDP-Stammwähler, also der Hardcore-FDP-Klientel. Nur noch 40% von denen sagen was Nettes über Rösler. Und wenn man bedenkt, Sie haben es gerade selber gesagt, dass die FDP bundesweit bei 4% verharrt, dann reden wir in absoluten Zahlen, glaube ich, von 3 Menschen oder so, die was Positives sagen. Alle anderen, die 3 haben Sie mitgebracht. Genau. Ihre beiden Begleiter und Sie. Ganz genau. Also 40% haben noch eine Zustimmung für Rösler. Und die anderen 60% sagen in Interviews gerade Sachen wie dieser FDP-Herr hier. Er ist kein Parteichef, das wissen mittlerweile alle. Aber die Frage ist, wie werden wir ihn wieder los? Ja, das ist ja eine ziemlich harte Frage. Ich glaube, einige von denen beten einfach mal, auch wenn sie in der FDP sind, dass die Niedersachsenwahl in die Buchse geht, damit man einen Vorwand hat. Aber was machen sie denn, wenn die reinkommen in Niedersachsen? Dann sind sie aber schön gearscht. Also in der FDP betet keiner, dass die Niedersachsen nicht reinkommen. Wir arbeiten alle dafür, dass sie reinkommen. Und wir wählen den Bundesvorsitzenden im Mai nächsten Jahres neu. Philipp Rösler will sich bewerben. Möglicherweise bewerben sich auch andere. Können Sie ihn wählen? Demokratischen. Ich habe ihn das letzte Mal gewählt. Tut es Ihnen leid? Nein. Werden Sie ihn wieder wählen im Januar? Das ist eine interessante Frage. Ja, ich weiß. Ich weiß. Also, deswegen stelle ich die ja. Ich werde, Herr Welke, ich werde ihn im Januar nicht wählen, weil da steht er nicht zur Wahl. Wir wählen im Mai. Okay. Ihre Frage war, werden Sie ihn im Januar wählen? Sie gar sind nicht. Anwalt, ne? Ist das richtig? Würden Sie denn im Mai wählen? Ist auch eine interessante Frage. Wenn er kandidiert und ansonsten niemand kandidiert. Okay. Jetzt lassen wir uns noch schnell über die, strategischen Alternativen der FDP sprechen. Sind im Moment ein bisschen begrenzt. Im Moment seid ihr da auf die CDU, CSU angewiesen. Im Moment würden wir gar nicht reinkommen. Im Moment, das ist die eine Wahrheit. Aber sagen wir mal so, was Koalitionsoptionen angeht, ist es im Moment nur die Union, wenn man jedenfalls der Parteispitze glauben darf. Und ich habe das Gefühl, so richtig Augenhöhe ist das im Moment nicht. Wir hatten ja neulich diesen wunderbaren Moment, als die Kanzlerin sich zu Philipp Rösler und dem Thema Kanzlerschaft geäußert hat und seinen Ambitionen. Da kam das hier. Herr Rösler ist gerne Vizekanzler und das kann ich gut verstehen. Die lacht den aus. Und plant heimlich wahrscheinlich schon für die Große Koalition. Und die FDP hat keine Alternativen. Das ist doch doof. Ja, was die Kanzlerin denkt, weiß sie nur selbst. Die Union hat auch Schwierigkeiten mit der Alternative, weil Herr Steinbrück ja ausgeschlossen hat, dass die SPD eine Große Koalition mit der Union wieder einsteigen wird. Aber Sie würden doch mit Herrn Steinbrück in eine Koalition gehen, haben Sie schon gesagt. Ich darf mal zitieren. Steinbrück als Kanzlerkandidat eröffnet neue Optionsräume für die FDP. Zitat Kubicki, kam bestimmt auch riesig an bei der FDP-Führung. Ja, jedenfalls bei denen, die Herr Steinbrück kennen. Ich kenne ihn seit über 40 Jahren, wir haben zusammen studiert. Er ist ein sehr vernünftiger, pragmatischer Mann und er hat ja gezeichnet in den letzten Wochen, dass Leistung sich lohnen kann. Das hat er wohl. Wir leben in einer Leistungsgesellschaft. Aber das ist,
Das ist ein sehr gutes Stichwort. Sie kennen den Mann, glaube ich, seit 40 Jahren. Ja. Ist er immer noch Ihr Freund, obwohl er jetzt dafür ist, dass alle Nebentätigkeiten komplett offengelegt werden? Ja, ich habe nichts dagegen, dass Nebentätigkeiten wie Vorträge, Buchhonorar offengelegt werden. Ich habe was dagegen, dass Berufsgeheimnisträger wie Strafverteidiger oder Anwälte verpflichtet werden sollen, ihre Mandanten preiszugeben. Das kann auch in einem Rechtsstaat nicht möglich sein. Zum Schluss können wir noch mal über eine ganz spezielle Nebentätigkeit von Ihnen sprechen. Sie werden übermorgen antreten in der neuen Talkshow von Stefan Raab, übrigens direkt hier nebenan in diesem Gebäude. Da kriegt der Gewinner, wenn er denn die Zuschauer und auch die, die anrufen, für sich gewinnt, am Ende, wenn es gut läuft, 100.000 Euro. Haben Sie sich schon überlegt, an welche karitative Organisation spenden würden? FDP oder Stadtwerke Bochum? Oder was ganz anderes? Also ich könnte ja, weil das eine seriöse Sendung ist hier und ich bei Stefan Raab dann in eine Show reingehe, könnte ich sagen, ich würde Per Steinbeck unterstützen, weil der ja sein Geld jetzt spenden muss. Ja. Aber in der Tat, ich bin reich genug, um das Geld ausgeben zu können und das nicht behalten zu müssen. Schön, wenn man sowas sagen kann, meine Damen und Herren. Wolfgang Kubicki, ich freue mich sehr, dass Sie da waren. Vielen Dank. Und ich glaube, Herr Rösler kann im Mai auf seine Stimme zählen, wenn kein anderer antritt. Das war die Heute-Show. Jetzt kommt Aspekte. Wir sehen uns nächste Woche wieder. Tschüss. Schönen Abend noch.